Wenn ich Peter Pettigrew oder auch Wurmschwanz sage, dann denkt man im ersten Moment an einen Verräter, der die Potters verraten hat und der an sehr vielem in dieser Saga schuld ist. Was wäre aber, wenn Wurmschwanz Voldemort niemals den Aufenthaltsort der Potters gegeben hätte? Interessant, oder? Das und mehr erfahren wir jetzt in diesem Video. Heute diskutieren wir ein weiteres faszinierendes Was-wäre-wenn-Szenario. Was wäre, wenn Peter Pettigrew Lily und James Potter nie verraten hätte? Ja, ich spreche von einer alternativen Wendung der Ereignisse, bei der Pettigrew nicht, nun ja, eine Ratte gewesen wäre. Bildlich gesprochen natürlich. Also lasst uns direkt loslegen. Als Peter Pettigrew zum ersten Mal in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei kam, heißt es, dass der Sprechenhut ganze 5 Minuten brauchte, bevor er sich entschied, ihn nach Gryffindor zu schicken. So wie wir es verstehen, schwankte der Hut zwischen Gryffindor und Slytherin und zeigte schon sehr früh, dass Pettigrew zu den Eigenschaften neigte, die man bei den Schülern des grün-silbernen Hauses findet. Das wurde später deutlich, als Sirius Black Peter als Verräter und Todesser entlarvte. Nachdem er Pettigrews Verbrechen angelastet wurde, täuschte Peter seinen eigenen Tod vor und lebte 12 Jahre lang als Ratte. Peter war in Wirklichkeit ziemlich klug, ehrgeizig und auch einfallsreich, die Haupteigenschaften eines Slytherin-Schülers. Nachdem er jedoch nach Gryffindor einsortiert worden war, fehlten ihm offensichtlich die Eigenschaften seiner Hauskameraden. Er war nicht besonders tapfer oder mutig und setzte sich als Außenseiter nie für den kleinen Mann ein. Schließlich war Peter das etwas übersehene Mitglied der Gryffindor-Gang, die Rumtreiber, einer Gruppe von Freunden bestehend aus James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und natürlich Peter Pettigrew. Ich habe eben gesagt, er setzt sich nicht für den kleinen Mann ein, und in dem Fall war Pettigrew selber dieser kleine Mann. Die Gruppe schloss sich zusammen und sie entdeckten, dass Lupin sowohl ein Zauberer als auch ein Werwolf war. Sie gründeten die Rumtreiber und brachten sich selbst bei, Animagi zu werden, um sich in Tiere verwandeln zu können. Peters Animagus-Form war die eines Nagetiers, was sich am Ende als sehr passend herausstellte. Denn er verriet den Orden des Phönix und lief als Spion zu Lord Voldemort über, also genauso wie man es von einer Ratte erwarten würde. Aber war es genau diese Wahrnehmung von Peter, dass er von Natur aus rattenartig und nicht besonders helle war und von seinen besten Freunden als Wurmschwanz bezeichnet wurde, die zu Peter Pettigrews Feigheit und Verrat an denen führte, die ihm am nächsten standen? War es das wirklich? Vielleicht war es auch schwierig, sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten, wenn seine besten Freunde wegen ihrer Beliebtheit vergöttert wurden. James Potter war ein Quidditch-Star und Sirius ein gut aussehender Bad Boy. Das bringt uns zu Peters Entscheidung, ein Todesser zu werden. Es heißt, dass Pettigrew den Orden des Phönix und seine engsten Freunde verraten hat, weil er glaubte, dass es keine Möglichkeit gab, den Dunklen Lord zu besiegen. Also beschloss Wurmschwanz, sich Voldemort anzuschließen, bevor es zu spät war. Aber was wäre, wenn Peters Erfahrungen in Hogwarts nur ein bisschen anders gewesen wären? Wäre er dann einer solchen Feigheit erlegen und hätte vorzeitig die Potters an Voldemort verraten? Schließlich zögerte Pettigrew viel später in der Saga, Harry zu erwürgen. Und schließlich zeigte er einen Anschein von Mut, indem er sich einem direkten Befehl von Lord Voldemort widersetzte. Und zwar dem, Harry Potter zu töten. Er hatte also irgendwo in seinem Inneren die Fähigkeit, mutig zu sein. Was wäre, wenn er diese Eigenschaft oder Fähigkeit schon Jahrzehnte früher genutzt hätte? Der sprechende Hut hat's immerhin gesehen, irgendwo in seinem Inneren und ihn deswegen in Gryffindor reingesteckt. Nun, meiner Meinung nach hätte Peter Pettigrew diese Art von Mut während Voldemorts anfänglichem Aufstieg zur Macht zeigen können, wenn er mit den einfachen Dingen begonnen hätte. Zum Beispiel, wenn seine besten Freunde ihn nicht als Wurmschwanz bezeichnet hätten, hätte er sich vielleicht nicht so schlecht gefühlt. Wie wir bereits kurz angesprochen haben, war Pettigrew eindeutig das rangniedrigste Mitglied der Rumtreiber in jeder Hinsicht. Professor McGonagall sagte, er sei kein sehr guter Schüler und er wurde nicht so vergöttert wie James und Sirius. Er sah beim besten Willen nicht besonders gut aus und zu allem Überfluss nannten ihn seine sogenannten besten Freunde eine Ratte. Natürlich sage ich nicht, dass es James schuld ist, dass Peter ihn und seine Frau verraten hat. Kindheitsblödheiten wie Beschimpfungen können keinen Verrat rechtfertigen, der zu Mord führt. Aber ich will sagen, dass Pettigrew, wenn er mehr Respekt von seinen besten Freunden bekommen hätte, vielleicht ein viel mutigerer und selbstbewussterer Zauberer geworden wäre.
Wenn Peter also von den Rumtreibern besser behandelt worden wäre und sich öfter hätte durchsetzen können, hätte er vielleicht nicht das Bedürfnis verspürt, beim ersten Anzeichen von Gefahr ein Todesser zu werden. Er wäre nicht in Panik geraten, sondern dem Orden des Phönix, seinen Freunden und letztendlich den Potters treu geblieben. In diesem hypothetischen Szenario, in dem James und Lily beschlossen hätten, ihren Geheimniswahrer in letzter Minute von Sirius auf Pettigrew zu wechseln, wäre er bis zum Schluss loyal gewesen. Meiner Meinung nach wäre das Ende von Peter jedoch viel früher gekommen. Ich weiß, viele von euch mögen es nicht, wenn der Kanon zu sehr verändert wird, und das tue ich eigentlich auch nicht. Aber in diesem Was-wäre-wenn-Szenario glaube ich jedoch, dass selbst wenn Pettigrew niemals zu Voldemort übergelaufen wäre, der Dunkle Lord immer noch einen Spion innerhalb des Ordens des Phönix gehabt hätte. Wer das gewesen wäre, ist in diesem Fall nicht wirklich von Bedeutung. Aber in jedem Fall hätte Voldemort jemanden im Orden gehabt, der auf eine Art und Weise korrumpiert wurde, wie es bei einer mutigeren Version von Peter Pettigrew nicht passiert wäre. Durch diese andere Ratte oder Quelle, wenn du so willst, hätte Voldemort herausfinden können, dass Pettigrew tatsächlich der Geheimniswahrer der Potters war. Schließlich ist es wahrscheinlich, dass einer der drei Zauberer, ein Rumtreiber, also Sirius, Remus oder Peter, der Geheimniswahrer gewesen wäre. Ich glaube wirklich nicht, dass es für Voldemort allzu schwierig gewesen wäre, die Liste auf nur drei Zauber einzugrenzen, oder? Also, wenn er feststellen könnte, dass Peter Pettigrew der Geheimniswahrer war, der das Versteck der Familie Potter kannte, wäre Voldemort zu Wurmschwanz gegangen, um herauszufinden, was er wollte. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass Voldemort so oft, wie er es in der Harry Potter-Reihe tat, Peter Pettigrew erfolgreich gefoltert hätte, um die benötigten Informationen von ihm zu bekommen, und ihn dann getötet hätte. Oder er hätte einfach eine Legilimentik-Funktion benutzt in seinem Kopf und wäre da eingedrungen und hätte sich die Information geholt. Von da an hätten sich die Dinge ähnlich wie in der eigentlichen Saga entwickelt. Voldemort wäre nach Godric's Hollow gegangen, hätte Lily und James ermordet und versucht, den jungen Harry zu töten, nur um kläglich zu scheitern und gezwungen zu sein, sich zu verstecken, während er seine Kräfte wiedererlangt. Sirius wäre im Haus der Potters eingetroffen, hätte die verheerende Szene vorgefunden und wäre auf die Suche nach Peter Pettigrew gegangen. Als er ihn auch tot gefunden hätte, hätte es so ausgesehen, als hätte Sirius die Potters verraten und Pettigrew als heimtückischen Todesser getötet. Aber dieses Szenario lässt eine Option offen, weil Peter Pettigrew nicht seinen, seinen Finger extra abschneidet, um Sirius zu beschuldigen und ihn damit in Verbindung zu bringen. Das heißt, Sirius hätte sich eventuell noch retten können. Er wäre für Verbrechen, die er nicht begangen hatte, nach Azkaban geschickt worden. Wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Er hätte sich, wie gesagt, irgendwie retten können. Der einzige Unterschied wäre, dass Peter nie ein Todesser war, Lily und James nicht verraten hätte und tatsächlich gestorben wäre, anstatt seinen Tod zu inszenieren. Nun, es gäbe keinen Beweis, dass Sirius diese Dinge getan hat, denkst du jetzt vielleicht. Kannst du wirklich sagen, dass es viele Beweise gab, um Sirius im ursprünglichen Szenario zu verurteilen? Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, in dem Szenario hätte er sich noch retten können. Diese Änderungen der Ereignisse hätten sich dann auf die Familie Weasley ausgewirkt. Wenn auch nicht wesentlich, meiner Meinung nach. Wie ihr vielleicht wisst, bleibt Peter Pettigrew in der Saga 12 Jahre lang in seiner Animagus-Form, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat. Als Ratte gelangte er in den Besitz von Percy Weasley und wurde Krätze genannt. Schließlich wurde er Rons Hausratte. Um ehrlich zu sein, hat Krätze nie wirklich viel zu Rons Geschichte beigetragen, außer der Tatsache, dass er sich schließlich als der totgeglaubte Peter Pettigrew herausstellte. Wenn Pettigrew also wirklich in der Nacht von Lord Voldemorts Angriff auf die Potters gestorben wäre, hätte es nie eine Krätze als Haustier gegeben. Vielleicht hätten die Weasleys stattdessen ein normales Nagetier gefunden, das auf ihrem Grundstück herumlief. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es einen wirklich großen Unterschied gemacht hätte. Alles in allem hätte Pettigrew, wenn er Lily und James Potter nie verraten hätte, meiner Meinung nach bedeutet, dass er während seiner Zeit in Hogwarts mit etwas mehr Mitgefühl behandelt worden wäre, vielleicht einen anderen Spitznamen bei den Rumtreibern gehabt hätte und zu einem mutigeren Zauberer herangewachsen wäre als in der eigentlichen Saga. Und ich glaube wirklich, dass das alles wäre, was anders gewesen wäre. Hoffentlich ist diese Theorie nicht zu enttäuschend für dich. Was meinst du dazu? Hätte sich viel geändert, wenn Pettigrew seinen Schwur als Geheimniswahrer der Potters nicht gebrochen hätte? Vielleicht gibt es einige von euch, die glauben, dass Peter hätte verhindern können, dass Voldemort das Versteck der Potters entdeckt hätte und Lily und James überlebt hätten. Dann wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen.
Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast zu diesem Thema oder auch anderen Themen, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.